Cool, das österreichische Jugendmagazin. Ab sofort in deiner Schule und im Zeitschriftenhandel. Österreichs coolstes Jugendmagazin. Servus zu einer neuen Ausgabe von Cool Talking. Heute zwei Männer am Start, die absolute Schenkelklopfer sind. Der erste, Ingo Appelt, Comedian. Der zweite, Michael Ostrowski, Schauspieler, Drehbuchautor und ein Mann, der uns zeigt, wie geil es ist, ein Trottel zu sein. Michi, jo. Nacktschnecken, Contact High, die unabsichtliche Entführung, der Elfriede Ott und Action jo. Und Kokomet 2. Jo. Und die Werkstürmer waren auch noch dazwischen. Und Heuerl am Mückelsee und ein paar Filme. Ja, ich habe jetzt relativ viel gearbeitet, falls du auf das anspürst in den letzten Jahren. Ja. Im Kinobereich, was lustig ist, weil im Kino sowas ein bisschen Besonderes noch ist. Also das ist jetzt so, die Frage ist immer, überlebt das Kino, geht sich das aus und Piraterie und Overladen und gehen die Leute weiterhin ins Kino und so. Und natürlich ist das ein Teil von meinem Beruf oder warum. Also ich habe eigentlich angefangen mit einem Kinofilm, eben mit Nacktschnecken, habe ich ein Drehbuch geschrieben, weil ich mir gedacht habe, Kino und Filme machen ist was Schönes und da würde ich gerne ein bisschen mal teilhaben an dem. Und ich habe halt in den letzten Jahren das Glück gehabt, dass ich viel Kino machen habe können. Ja. Und gleichzeitig im Fernsehen gearbeitet habe. Also das ist ja das Lustige. Du spielst an auf deine aktuelle ORF-Sendung? Nein, gar nicht. Ich spiele gar nicht aktuell, sondern ich habe seit 2004, das ist aufgrund von Nacktschnecken gewesen, 2003, 2004 rausgekommen, angefangen eine Fernsehserie zu drehen, das heißt Vier Frauen und der Todesfall, und die läuft seit 2004, wird die gedreht und läuft eigentlich seit ein paar Jahren immer erfolgreicher und wird jedes Jahr gedreht und da bin ich auch dabei. Also das hat irgendwie, ich habe parallel halt die Filme, die du erwähnt hast, gemacht, wo ich oft auch ein Drehbuch geschrieben habe und sozusagen das selber aus mir geschaffen habe und dann auch immer wieder Fernsehsachen gespielt habe. Und ja, und jetzt mache ich halt gerade ein Fernseh-Doku-Format, das es so noch nicht gibt. Das heißt halt, Herr Ostrowski sucht das Glück. Wo, ja, also diese Mischkulanz ist es irgendwie, dieses, die ich halt bediene gerade. Ja. Oligarch, Superstar, Trude, Raufbold, Olga, Witt, Saukoet, Kummernummer, Idefix. Privat weiß man ja nicht so viel von dir. Du hast ja deinen Slogan, was dein Privatleben anbelangt, Lügen, Lügen, Lügen. Was lügst du mir heute vor? Das kommt darauf an, was du mich fragst. Also ich bin ja so, dass ich habe nichts, ich rede mit Leuten über mein Privatleben. Ja. Ich habe nur das Gefühl, dass die Tendenz der allgemeinen Medienberichterstattung und der Öffentlichkeit und so weiter und wofür sie Leute scheinbar interessieren, nicht das ist, was ich richtig finde. Also es hat ja einen Grund, warum ich nicht bei Facebook bin und warum ich nicht in den Seitenblicken über meine Beziehungen spreche. Ja, wenn ich im Seitenblick im Magazin bin, was Teil unserer Arbeit fast ist, ja, dann rede ich gerne über ganz viel Blödsinn oder über meine Arbeit oder über irgendwas, aber nicht über mein Privatleben, weil ich finde, dass es was Schützenswertes ist in irgendeiner Form, das mir wichtig ist und ich fühle mich nicht Teil einer Bewegung, die alles offenlegen muss. Ich lege eh genug offen in meinem Beruf. Also das ist, glaube ich, wir, also es ist gar nicht so bewusst vielleicht, sondern wir Ausgleich zu dem, was ich sowieso mache. Und ich mache viel, wo man sehr viel sehen kann. Und deswegen glaube ich, dass es da einfach ein natürliches Gegengewicht braucht. Man kann dich ja auch nackt sehen auf der Leinwand. Ja, das kann man, das, wenn man hinschaut. Ja, das stimmt. Ich meine, ich habe mir in meinem ersten Film Knockout ausgezogen. Was soll ich dazu sagen? Ich war auf der Bühne Knockout. Es ist nicht so etwas, wonach man strebt. Aber wenn es lustig ist und passt oder so, dann macht man das schon mal. Und vielleicht ist auch deshalb jetzt mein Bedürfnis, mich noch einmal Knockout zu machen, nicht so groß. Und daheim bist du dann eh angezogen? Daheim bin ich eher knockert. Aber du bist glücklich, nachdem du das Glück ja in allen Facetten gesucht hast. Boah,
ob ich jetzt glücklich bin, nachdem ich das Glück gesucht habe, ist eine gute Frage. Aber weißt du was, was mich glücklich macht an dem, ist die Arbeit. Es ist das, dass ich mit lustigen Leuten, also ein gutes Team, ein guter Regisseur, alles zusammen, dass ich mit denen interessante, lustige, freudvolle Tage verbringe, ja, wo ich das trage. Das ist vielleicht wie bei dir, wenn du denkst, ich mache jetzt ein lustiges Interview oder ich fahre wohin und treffe interessante Leute, dann erfüllt mich das mit Freude. Und das kann man auch vielleicht als Glück so verbuchen für sich. Aber es ist nie mein Bestreben, jetzt bewusst nach Glück zu suchen und zu sagen, ja, jetzt bin ich aber glücklich. Also das ergibt sich bei der Arbeit oder beim Privatleben oder so, aber es ergibt sich. Ebenso wie du sinniert auch Comedian Ingo Appelt über das Leben, die Liebe und seinen Beruf. Hallihallo, mein Name ist Ingo Appelt. Ich bin dieser Komiker aus Deutschland und ihr guckt Cool Talking. Viel Spaß damit. Lieber Ingo, du bist nach wie vor on Tour mit Frauen sind Göttinnen. Wir können nur noch beten, heißt das Programm. Mhm. Seit 3 Jahren bist du on Tour damit. Wie kann das funktionieren? Wie das funktionieren kann? Ja, das ist ja, grundsätzlich ist es ja immer Patchwork. Also ich bin jetzt 3 Jahre mit dem Programm und das sieht schon gar nicht mehr so aus wie am Anfang. Ich finde den Titel nur so geil. Also Frauen sind Göttinnen und es muss auch nächstes Jahr was Neues her. Ich will gar nicht. Ich würde es am liebsten bis ich von der Bühne falle, würde ich es gerne spielen. Weil es ist so schön, so auf die Bühne zu kommen, wie so ein Wanderprediger. Und die Frauen zu sagen, ihr seid Göttinnen und die Jungs müssen nur noch beten. Das finde ich toll. Also diese ganze Haltung eines Messias der Weiblichkeit, das finde ich gut, macht Spaß. Ich finde es ja sehr schmeichelhaft, dich interviewen zu dürfen. Das heißt, in den nächsten 10 Minuten bin ich die Göttin hier auf der Couch. Frauen sind grundsätzlich Göttinnen. Es liegt aber auch so ein bisschen daran, dass Frauen einfach neben Männern immer besser aussehen. Das ist einfach so dieser Grundeffekt, dass Frauen einfach, das merkst du in allen Bereichen. Also überall, wo die Frauen dazukommen, hat man das Gefühl, die Männer losen total ab. Ob es in der Wirtschaft ist, ob es das in der Schule ist. Es ist in der Politik bei uns in Deutschland genauso. Wir haben eine Bundeskanzlerin, eine Frau. Und man hat das Gefühl, alle Männer neben der sind Verbrecher, sind verlogen, sind korrupt. Ich glaube, Männer haben neben der Frau mittlerweile total verloren. Also bist ein Würstchen auch? Nein, ich bin kein Würstchen, weil ich bin ja der Messias der Weiblichkeit. Ich bin ja angetreten, dass ich gesagt habe, man muss das alles ändern. Also ich empfinde mich überhaupt nicht als Würstchen. Und ich glaube auch nicht, dass Männer alles Würstchen sind. Sie sind nur, das kenne ich halt aus eigener Erfahrung halt auch, oftmals in einer Zivilgesellschaft, ja, deplatziert. Sie machen alles kaputt. Ja, guck dir mal so ein Rudel junger Männer, wenn du dir über die Straße laufen, dann denkst du, oh wei, was machen die Idioten jetzt wieder kaputt? Da zerlegen sie Spielplätze oder sie stehen auf der Autobahnbrücke, schmeißt Steine runter. Das finden die unheimlich toll. Und die passen da halt nicht mehr. Früher hat man das, gab es sowas wie eine Argonautenfahrt. Das haben die Griechen haben das gemacht. Die haben junge Männer, so pubertierende junge Männer, die haben die in die Wüste geschickt. Und nach dem Motto raus, ihr habt in unserer Zivilgesellschaft nichts zu suchen, ihr seid alle Chaoten. Und das zieht sich komplett durch. Die Jungs, ich habe ja selber auch 2 Jungs, ich weiß ja auch, wie das ist. Die ecken nur an. Die Mädels funktionieren besser in dieser Gesellschaft. Die Jungs sind Störfaktoren. Und das ist das Thema im Prinzip. Du bist jetzt sozusagen der Frauenversteher schlechthin, hast aber eben, wie gesagt, 3 Kinder von 2 verschiedenen Frauen. Was hast du da damals nicht verstanden? Also ich hab einfach nicht verstanden, wie man als Dienstleister funktionieren muss. Und das ist natürlich auch so etwas, jetzt gerade im privaten Bereich, ich bin halt auch immer an den Frauen gescheitert, weil die Frauen immer moralische Wertmaßstäbe auf. Ich war nie genug. Das hat mich total geärgert. Das ist auch etwas, was viele Männer, glaube ich, ärgert. Und deswegen, da ist auch natürlich auch eine leichte Ironie in so einem Programm drin, dass man als Mann total frustriert ist, dass man das Gefühl hat, du kannst machen, was du willst, du bist immer der Arsch. Du machst immer nur alles scheiße. Ne, wenn du die Frau ernährst, ist doof, dann bist du der Bevormunder, machst es nicht, dann bist du wieder ein Weichei. Man kann sich so schlecht entscheiden, bist man ein Macho oder ein Weichei. Die Frauen wollen beides, ein Machoei. Wie soll das gehen? Ja? So, was steht denn als nächster am Programm bei dir? Irgendwelche Programme neue schon in der Schublade? Ja, also das neue in der Schublade ist gar nichts. Also in der Schublade habe ich nichts, ist leer, weil ich bin ja, wie gesagt, so ein Patchwork. Ich mache alles, was ich habe, haue ich raus. Das heißt, es gibt im nächsten Jahr einen neuen Titel und ich werde mal mich so in so eine andere Richtung, was heißt andere? Ich habe hier jetzt dieses Frauen sind Göttinnen, das heißt Weltreligion. Das hat ja auch einen Sinn, da stimmt ja auch was dran.
Und jetzt als nächstes ist es eigentlich so, dass ich versuche, die Männer zu erziehen. Das ist so eine Art Martin Rütter der Männlichkeit. Nee, also das heißt, ich muss versuchen, die Männer umzuerziehen. Das heißt, bis jetzt habe ich so festgestellt, die Frauen sind toll, die Frauen sind großartig. Jetzt muss man den Männern ja aber irgendwie sagen, wie soll es weitergehen? Die sind ja alle stinkfrustriert, denen steht es bis hierhin, die sind alle chronisch untervögelt, wissen nicht, was... Ja, aber es ist ja wirklich so, guck dir es um, 30% aller Männer sind mittlerweile Singles, weil sie sich diesen Wahnsinn mit der Frau nicht antun wollen. Also die sind irgendwie... sind die frustriert, die kommen mit ihrer Rolle nicht klar, die sind in der Schule schon die Versager, die sind gestresst, ja, dieses ganze Leben mit der Frau ist stressig für sie. Das heißt, man muss mit den Jungs reden, das hat ja keinen Sinn, dass man jetzt irgendwie sagt, und die kommen ja, lustigerweise kommen die alleine nicht zu mir. Ne, Männer musst du ja immer über die Frau kriegen. Ne, das heißt, du musst die Frau einladen und sagen, bring mal deinen Deppen mit, wie mit den Hunden halt auch, und wir gucken mal, ob wir den nicht irgendwie gerade gebogen kriegen. Und da denke ich, da kann man eine ganz wunderbare Aufklärungsshow draus machen. Machst du das dann auch so wie bei den Hunden mit Pfeiferl und Goodie und Kicksel? Peitsche. Eher so mit Peitsche. Also ob man sie mit Goodie und also Männer brauchen ja keine Kekse. Männer sind ja rein an Sex interessiert. Und das kann ich jetzt mal nicht bieten. Sagst du? Sag ich jetzt mal. Also vor allen Dingen den Männern natürlich gegenüber. Aber ich gebe natürlich einfach Tipps, also was sie machen müssen. Das mache ich ja jetzt auch schon. Ich sage den Männern, dass sie rechtzeitig sterben sollen, um den Frauen nicht im Weg zu stehen. Dass sie sich mal so ein bisschen mal an Homosexualität auch mal ranwagen sollten. Nee, weil es führt zu großer Aggression in der Welt. Männer schlachten sich gegenseitig ab, weil sie sich selber nicht erotisch finden. Also Männer sind aber viel zu aggressiv zueinander. Das haben wir ja auch gemerkt in Deutschland. Das hat mich wirklich aufgeregt, dass so ein Hitzlsperger, also ein Profifußballer, sich nicht traut, sich öffentlich zu outen, quasi erst nach Karriere, weil es karriereschadend ist oder weil sie Angst haben, oft auf der Straße von diesen homophoben Fußballfans quasi zusammengetreten zu werden. Es ist ein Skandal, dass wir das nicht akzeptieren können. Das müssen Männer mal lernen. Das kotzt mich so an. Ich habe ja sehr viel Probleme mit meinen Artgenossen, dass sie bestimmte Dinge einfach... also viel zu heftig sind, viel zu brutal sind. Also sie sind das Gefährlichste, was es in der Weltgeschichte je gegeben hat. Und die laufen wirklich rum, die machen alles kaputt. Es werden, wie gesagt, weltweit Kriege geführt. Wir hören Vergewaltigungen, wir hören Kindesmissbrauch, wir hören Verbrechen an der Menschheit. Und die werden in allererster Linie von Männern begangen. Und die haben irgendwie ein Problem. Und da muss man dran arbeiten. Du, wie geht's einem Schauspieler eigentlich, wenn er Sex vor der Kamera hat? Sehr gut. Weil so viele Leute zuschauen? Nein, es ist natürlich schwer. Es ist ja logisch. Also ich kenne jetzt wirklich ganz wenig Leute, die sich freiwillig gern knockout ausziehen vor anderen. Und dann auch nur vor einer Kamera und am Team und einer Partnerin oder einem Partner. Das ist jetzt nicht grundsätzlich was, was man wahnsinnig erstrebenswert findet. Das muss ich schon sagen. Und ich kann nur sagen, ich finde es auch irgendwie lustig, dass es... Weißt du, ich denke schon, dass eine gewisse Biederkeit einzogen ist in unserer Gesellschaft. Und dagegen verwehre ich mich. Und ich finde, man kann sich knockert ausziehen und sagen, jetzt bin ich knockert und scheiß drauf. Also das finde ich schon wichtig. Aber es erfüllt mich nicht mit einer inneren Freude, wenn ich mir jetzt die Hosen runterziehe. Vor der Kamera. Privat, ja. Nimmt man da vorher irgendeinen Unterricht, wenn man Sex vor der Kamera am Plan hat? Ja, schon. Also ich bin... Klar, da schaue ich immer, dass ich ein paar Wochen lang Tantra mache, weißt du, einfach für die Konzentration und das Stehvermögen. Und man informiert sich natürlich in einschlägigen Foren und so, wie das wirklich zu abzugehen hat. Ja. Rasiert man sich zwecks der Nahaufnahmen? Die Augenbrauen, immer. Ja, weil Close-ups gibt es nur von da bis da. Weißt du? Ja. Ja, nein, also ich habe schon länger, jetzt habe ich gerade überlegt, schon länger, na gut, ich habe bei Werkstürmen habe ich mir ausgezogen, aber stimmt, aber nur von hinten, zumindest das haben wir gesehen, hey, es ist was, was man hinnimmt und gut abwickelt, soweit als möglich. Wem die Ostrowski-Mania schon zu viel geworden ist, dem bieten wir hier eine Alternative. Hier kommen unsere Cool-Talking-Movie-News. Hallo, wir sind Johanna Moder, Marcel Mohab, Manuel Ruber. Wir haben hier einen Film am Start, der heißt High Performance. Der läuft im Kino an und ihr seht den Film hoffentlich und auf jeden Fall Cool Talking. Ich freue mich riesig, heute mit euch zusammenzusitzen. Ihr seid der Cast von High Performance, die zwei Hauptdarsteller Marcel und Manuel und die Regisseurin Johanna. Marcel, du bist Schauspieler, oder? Genau, stimmt. Und spielst eine Hauptrolle, genau, in High Performance. Mhm. Erzähl mal kurz drüber.
Okay, aber das muss jetzt wirklich, was soll man auf diese Frage, was soll jetzt... In drei Sätzen der Film, um was geht's? Ach so. Ja, ich könnte euch den Trailer, also weil, wenn man so eine Kurzfassung haben will, dann will man doch, könnte man den Trailer sehen und wenn man den einspielt oder wenn man ihn nicht einspielt, dann würden der Mann und ich ihn jetzt schnell vorspielen, den Trailer. Ja, na? Kann man machen. Bitte darum. Die Brille wieder. Ja, dann sagst du irgendwann einmal zu mir. Du fängst an, glaube ich. Ja, ich sag, ich fang dann an. Magst du Pizza? Ah ja, ich kann euch eine Banane geben. Na, da bin ich nicht dabei, das muss ein anderes spielen. Also vielleicht Rudi, ist das nicht der warum bist du, sag mal, warum redest du so leise? Ist ja, wenn wir abgehört, oder? Wichtig, dass du das ernst nimmst, weil es geht echt um meine Existenz. Sag mal, was ist mit dir los? Warum redest du so leise? Werden wir abgehört, oder was? Und dann kommt ein Schnitt und dann kommt eine andere Szene, da könnte ich dich spielen, weil das finde ich sehr lustig. Ja, mach mal. Wie viele Handys hast du? Zwei, oder was? Ja, ich habe zwei. Es ist so stressig. Ich habe sieben. Dann sage ich nichts mehr. Also die Katze. Machen wir noch einen Moment mit, wo du mich spielst und ich die Katze. Okay. Oder bist du die Geria? Küssen, küssen. Und dann sagst du, damit jetzt überhaupt nicht gerechnet. Gar nicht. Achso. Achso, okay. Ja, wurscht. Ich hab gedacht. Okay, tschüss. Hey, hallo. Hi. Magst du da unsere Tauschliste mitmachen? Traubenkäse. Was ist mit dem Tee? Brauchst du den noch? Wolltest du vielleicht eine Pizza haben? One, two, three, four. Wenn ihr Lust habt, könntet ihr vielleicht bei der nächsten Experimentalwerkstätte mich mal ausprobieren. 50. Gratuliere, wirklich. Danke. Du Eroberer. Na, Daniel tut immer so, als würde Geld nicht nur stinken, sondern auch richtig beißen. Wir haben bald so eine interne Präsentation. Da braucht ihr einen Coach für eine junge Mitarbeiterin. Wie findest du sie windisch? Als Frau? Willst du mir jetzt verkuppeln, oder? Ist eine extrem schwierige Situation gerade, verstehst du? Ich verstehe jetzt nichts. Wieso kannst du nicht normal reden? Wieso flüsterst du jetzt? Dem Papa geht's schlecht. Wieso? Was ist denn los? Von der Wirtschaftskrise hast du nichts mitbekommen, oder? Sie hält auf ihrem privaten PC Informationen zurück. Ich muss wissen, was sie auf ihrem Computer hat. Der Rudi, der hat einfach keine Ahnung. Er schreibt Mördergewinne, aber ich leite einen Betrieb mit wirklichen Leuten. Ja? Das ist ein riesen Unterschied. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Hallo? Wie viele Handys hast du? Drei. Das sind nix. Ich hab zehn. Ich habe mir überlegt, ich sponsor deine Truppe. Manchmal scheitert es einfach nur am Geld, nicht am Willen. This is the story. Der Himmel weint. Ist schön. Sag einmal, wofür der Konzern vom Rudi überhaupt steht. Bitte, ich weiß nicht, könnt ihr euch nicht einfach freuen? Voll schön, dass ihr jetzt auch da seid. Die einzige Regel ist, es darf nur der sprechen oder die sprechen, die die Mandarine auch hält. Bitte, das ist das Letzte. Nimm die Mandarine. Bitte steck dir der Mandarine in den Arsch. Was passiert bei dir als Nächster? Was steht eventuell am Plan? Ich dreh jetzt mal zum Beispiel vier Werbespots als Regisseur in Prag. Interessant, eine Aufgabe, ja. Warum nicht zum Beispiel? Und auch das ist zu mir gekommen, ja, aus unverhofft. Und ich dachte, also ich habe letztes Jahr schon für Mediamarkt 5 Spots draht, eigentlich alles mit österreichischen und steirischen Schauspielern, die ich gecastet habe und mit Musik von der Bass, also die alle gut gefunden haben, auch von, ja, alle in Wien, die nicht gekannt haben, was mich wiederum freut, weil ich mir denke, weißt, du kennst Leute über viele Jahre und die findest du gut und qualitativ interessant, schlagst die vor und die werden angenommen und das erfüllt mich mit Freude. Also ich mache jetzt lustigerweise eben gerade ein paar Werbungen als Regisseur und nehme das so, wie sie sind, nehme es irgendwie ernst und gleichzeitig nicht. Also weißt du, was ich meine? Ich hänge nicht mein Leben dran, aber ich schaue, dass ich es gut mache. Und gleichzeitig schreibe ich 2 Drehbücher, ja, für Kinofilme. Ist es manchmal anstrengend, lustig zu sein? Wenn man das Gefühl hat, dass man lustig sein muss, ja, aber ich habe das Gefühl, ich muss nicht. Wenn ich nicht lustig bin, bin ich nicht lustig. Bist du halt lustig? Teilweise. Vielleicht. Aber auch das ist keine Kategorie. Also ich denke mal, ich sage das, wenn du mir was fragst, sage ich das, was ich richtig finde. Wenn es zufällig lustig ist, ist gut. Wenn es ernsthaft, blöd oder sonst was ist, ist es das. Wenn ich mir jetzt darüber nachdenke, mir die ganze Zeit, würde ich mir einen Stress machen, den ich überhaupt nicht brauche. Aber es ist schön, wenn man Kind bleiben kann, oder?
das hat der Gerhard Bold zum Beispiel, mit dem ich da, und Action Trautobach gesagt, weißt, wir haben das Privileg und den Vorteil, dass wir bis ins hohe Alter das Kindsein imitieren können in dem, was wir machen. Und wenn er das sagt, dann kann ich das zitieren und sagen, ja, weil viele Qualitäten von Kindern sind großartig. Sie sind spontan, impulsiv, lustig, bescheuert, komplett daneben, überraschend immer wieder. Und wenn man solche Qualitäten, und naiv, mehr das ist es auch, sich bewahren kann in einem Alter und vor der Arbeit, ist das super. Meine Herrschaften, es ist wieder mal vollbracht. Aber bevor ich euch nach Hause schicke, kommt hier noch ein Hinweis. Holt euch das Cool-Magazin, Österreichs einziges Jugendmagazin, das gleichzeitig auch über eine Gratis-App verfügt, um weiterhin ganz nah bei uns am Start zu sein. In diesem Sinne, stay tuned und bis zum nächsten Mal hier bei Cool Talking. Lieber Michi, nachdem alle großartigen Stars bei uns signieren, diese Couch nämlich, darf ich dich bitten um deine Unterschrift? Auf den Rock oder auf die Couch selber? Unter den Rock. Unter den Rocker. Und das mache ich einmal nur. Also deswegen wundert es mich, dass ich auf der Couch halt unterschreiben soll. Ja, gern, sehr gern. Aber ich kann dir alles anbieten. Ich kann dir auch die Unterseite anbieten. Da ist ja schon die Natalia Kelly oben. Da kann ich nicht an und zu. Ja, warte, machst du. Hat der Pfeil irgendwas zu bedeuten? Nein. Cool, das österreichische Jugendmagazin. Ab sofort in deiner Schule und im Zeitschriftenhandel. Österreichs coolstes Jugendmagazin.